Hallo und herzlich willkommen zu einer Nähanleitung von So Simple. Mein Name ist Sabine, vielleicht kennen wir uns ja schon von meinem Blog. Dort dreht sich alles um das schönste Hobby der Welt, ums Nähen. In dieser Anleitung zeige ich dir, wie man ganz einfach eine Kosmetiktasche mit zwei Reißverschlusszippern nähen kann. Als Vorlage für diese Tasche habe ich das Schnittmuster für Tasche Trish verwendet. Du bekommst das Schnittmuster in meinem Shop. Mit der Schnittvorlage ohne Teilung habe ich das Futter ausgeschnitten. Das habe ich jetzt schon mit Flieseline H250 verstärkt. Und auch die Außenseite, die ich ebenfalls mit einem Taschenvlies verstärkt habe. Für diese Variante von Tasche Trish brauchst du außerdem einen Reißverschluss und zwei Zipper. Ich starte damit, die Reißverschlusszähnchen auf einer Seite des Reißverschlusses 1 cm wegzuschneiden. Und das Ganze mache ich auf der anderen Seite genauso. Und jetzt fädle ich den Reißverschlussschieber auf. Und zwar erst auf der langen Seite, die ich nicht eingekürzt habe, und dann auf der kurzen. Dreh nach dem Auffädeln den Reißverschluss auch mal um und achte darauf, dass der Reißverschluss keine Beule hat. Wenn das passiert, in meinem Fall ist es passiert, fädelst du einfach nochmal neu ein. So, diesmal hat es geklappt. Jetzt liegen die Zähnchen auf beiden Seiten schön gerade. Und jetzt wird die zweite Seite aufgefädelt. So sollte das jetzt aussehen. Begradige die Enden des Reißverschlusses und kürze den Zipper auf die benötigte Länge ein. Der fertig eingefasste Reißverschluss sollte einen Abstand von 1,5 cm zu den Stoffkanten haben. Und jetzt werden die Reißverschlussenden mit der Blende eingefasst. Hier wird jetzt knappkantig genäht. Den 4 cm breiten Einfassstreifen habe ich doppelt nach innen gefaltet. Jetzt nähen wir die Blende an die kurzen Seiten des Reißverschlusses. Das funktioniert am besten, wenn du die offene Seite der Blende vor dem Einlegen des Reißverschlusses ein kleines Stück zunähst. Schiebe das kurze Ende des Reißverschlusses in die offene Seite der Blende. Orientiere dich dabei an der Stichplatte der Nähmaschine, damit du den Reißverschluss auch wirklich im rechten Winkel in die Blende schiebst. Ich nähe hier knappkantig mit einem längeren Geradstich. 3 bis 3,5 mm sind ideal. Dadurch wirkt die Naht schön gleichmäßig. Kürze den überstehenden Stoff auf die Breite des Reißverschlusses ein.
Bevor wir jetzt den Reißverschluss einnähen, knipsen wir ihn an den langen Seiten im Abstand von 1 bis 2 cm ein, und zwar 3 bis 4 mm tief. Warum wir das machen? Weil er sich dadurch schön an die Rundung der Tasche anschmiegt. Anschließend markiere ich noch die Mitte der langen Reißverschlussseiten. Stecke den Reißverschluss mittig rechts auf rechts an das erste Außenteil. So sollte das jetzt aussehen. Stecke ein Futterteil mit der rechten Seite auf die linke Seite des Reißverschlusses. Alle Stoffkanten sollten dabei schön bündig miteinander abschließen. Nähe den Reißverschluss mit einem Reißverschlussfuß und einer Nahtzugabe von 0,7 bis 1 cm an. Verwende dabei einen Geradstich und nähe von Stoffkante zu Stoffkante. Wenn dir beim Nähen die Schieber im Weg sind, lass die Nadel im Stoff, heb den Nähfuß, dreh den Stoff ein wenig und ziehe den Schieber oder die Schieber in diesem Fall am Füßchen vorbei. Anschließend richtest du den Stoff wieder gerade aus und nähst weiter. Denk auch daran, Anfang und Ende der Naht durch Vor- und Zurücknähen zu verriegeln. Knipse die Nahtzugabe des Reißverschlusses zwischen den Blenden im Abstand von 1 cm ca. 3 mm tief ein. Warum wir das machen? Weil sich dadurch die Nahtzugabe nach dem Wenden glatt anschmiegt. Falte danach die Stoffteile vom Reißverschluss weg, sodass die zweite Reißverschlussseite frei liegt. Du kannst hier gut erkennen, dass der Reißverschluss durch das Einknipsen eine schöne Rundung bekommen hat. Dadurch kann er perfekt der Rundung der Schnittteile folgen. Stecke das zweite Außenteil rechts auf rechts an die freie Kante des Reißverschlusses. So sollte das jetzt aussehen. Stecke jetzt das zweite Futterteil wieder mit der rechten Stoffseite an die linke Seite des Reißverschlusses. Kontrolliere noch einmal, ob alle Stoffteile an den Kanten schön miteinander abschließen. So sollte das jetzt aussehen. Die zweite Reißverschlussseite wird genauso genäht wie die erste. Und wenn die Zipper im Weg sind, machst du es wieder genauso wie beim letzten Mal, lässt die Nadel im Stoff, hebst den Nähfuß, drehst den Stoff ein bisschen, schiebst die Schieber dann zur Seite und dann richtest du den Stoff wieder aus, senkst den Nähfuß und nähst weiter.
Und auch auf dieser Seite wird die Nahtzugabe neben dem Reißverschluss wieder eingeknipst. Lege dann Außenstoff auf Außenstoff und Futter auf Futterstoff. Stecke alles schön bündig zusammen. Oh, da hätte ich fast was vergessen. Jetzt wird nämlich noch der Reißverschluss geöffnet, ungefähr bis zur Mitte, sonst kannst du die Tasche nicht richtig verstürzen. So, jetzt geht's aber weiter mit dem Zusammenstecken. Falte am Übergang neben dem Reißverschluss die Nahtzugaben auseinander, dann lassen sie sich nach den Wänden schöner ausformen. Achte darauf, dass hier die Nähte genau aufeinander liegen. Nähe jetzt mit einer Nahtzugabe von 0,7 cm und einem Geradstich die Kanten ab. Die Ecken werden noch nicht mitgenäht. Denk dran, im Boden des Futters eine Wendeöffnung von ungefähr 7 cm zu lassen. Es gibt übrigens bei So Simple auch einen Blogbeitrag über das Thema den Übergang neben dem Reißverschluss nähen. Den verlinke ich dir auch nochmal in der Infobox unter dem Video. Um die Ecken zu formen, ziehst du die Ecken auseinander, bis Boden und Seitennaht genau aufeinander liegen. Auf diese Weise formst du alle vier Ecken. Stecke die Ecken mit Stoffclips zusammen und nähe sie mit einem Geradstich und 0,7 cm Nahtzugabe ab. Wenn du magst, kannst du die Nahtzugabe der Ecken noch ein wenig einkürzen. Dann fällt dir das Ausformen später leichter. Anschließend verstürzt du die Tasche durch die Wendeöffnung und verschließt die Wendeöffnung entweder mit einem knappkantigen Geradstich oder mit einem Matratzenstich per Hand. So sollte das jetzt aussehen. Das Schnittmuster für Tasche Trisch kannst du dir auf meinem Blog herunterladen. Und zwar in drei praktischen Größen und mit schicken Teilungen. Schau dich auch gerne mal auf meinem Blog nach weiteren Taschenanleitungen um. Die sind nicht nur praktisch, die sehen auch klasse aus und sind auch für Anfänger ganz easy zu meistern.
Benutze zum Suchen zum Beispiel die Suchfunktion auf meinem Blog. Und wenn du dich schon mal bei mir auf dem Blog umschaust, trag dich auch gerne für meinen Newsletter ein. Ich habe da ein kleines Special extra für Nähanfänger eingerichtet. Das sind Mails, die sind pickepacke voll mit Infos, die du für einen guten Start ins Nähleben brauchst. Natürlich kostenlos. Wenn du meine Videos magst, freue ich mich über ein Abo und ein Like. Und wenn du dann noch die kleine Glocke aktivierst, bekommst du direkt eine Info, wenn ich ein neues Video hochlade. Auf diese Weise kannst du sicher sein, dass du keine Neuigkeiten von So Simple verpasst. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!